Moin Moin, liebe Freunde, ich bin Jinx Viking. Willkommen zurück zur realistischen Karriere mit Schalke. Beim letzten Mal wurden wir leider entlassen und ich bin kein Freund davon, das Safe Game nochmal zurückzuspulen. Deswegen mag ich das auch einfach nicht, deswegen lassen wir das. Und ich bin auch kein Freund davon, nochmal neu anzufangen und quasi das Ganze nochmal zu durchleben. Ich bin ein Freund davon, weiterzumachen. Das heißt, wir sind gerade bei Erzgebirge Aue gelandet, wie wir hier in-game sehen können. So sieht die Mannschaft aus, aber ich habe mich entschieden, wir werden diese Mannschaft hochformen. Das werdet ihr aber nicht sehen. Ich werde das alles alleine off-cam zocken und dann werden wir schauen, dass wir Trainerangebot wieder für Schalke reinbekommen. Wir werden uns hier so gut anstellen, dass die uns irgendwann wieder nehmen wollen. In der Regel ist es ja alles so, wenn man dann irgendwann mal die Eins ist, dass man dann bei Schalke wieder anfangen könnte, beziehungsweise freie Wahl hat. Das Ganze würde euch wahrscheinlich ultra langweilen, deswegen für euch ist es Fast Forward, für mich sind es wahrscheinlich ein paar Stunden Arbeit. Mal gucken. Apropos, ich habe einen neuen Ladescreen für zukünftige Livestreams. Da würde ich euch mal ganz gerne bitten um eure Meinung. So schaut das Ganze aus. Und das Ganze habe ich tatsächlich selbst kreiert. Diese ganzen Effekte, dieses leichte Kopfneigen, die Tattoos, die man beleuchtet hat, ein bisschen alles shiny, ein bisschen alles Nebel, hier und da mal so ein paar Lichteffekte, dann Atmung ist auch mit dabei, bei Jinx zum Beispiel. Bewegung der Haare und so weiter und so fort. Ein bisschen was halt fürs Auge, habe ich mir mal gedacht. Gut. An der Stelle stoppe ich einmal die Aufnahme und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir das Angebot für den FC Schalke wieder annehmen können. Und da gucken wir mal, wie viele Saisons bis dahin vergangen sind und was aus unserer Mannschaft gemacht wurde. Bis gleich. So, kleiner Zwischenstand. Wir sind jetzt hier seit gut 90 Minuten dabei. Ich habe für Erzgebirge Aue so um die, ja, lass es 15 freie Spieler sein, geholt. Er lädt sich mal wieder hier zu Tode, der Gute. Und wir konnten in der zweiten Bundesliga auf Platz 14 bleiben. Es waren ja auch nur noch zwei Spiele übrig. Ich simuliere jetzt mal ein bisschen weiter. Ich habe versucht, so gut es geht, den Kader zu verbessern. Wir haben einen 75er Stürmer, Cutrone, aber nicht der Patrick, sondern irgendein anderer. Im Tor haben wir ein richtig gutes Talent gefunden, 22-jährigen Keeper mit einer 73. Ist auch, glaube ich, ein Generatorspieler. Mal gucken. Ich lasse ihn jetzt erstmal noch hier ein bisschen laden. Und dann gucke ich zwischenzeitlich immer mal wieder mit weiter simulieren, wie wir denn so abschneiden und ob wir mal ein Trainerangebot kriegen für unseren Ex-Verein, muss man ja sagen. Ja, das ist der aktuelle Zwischenstand. Ich würde sagen, wir machen hier wieder ein bisschen Pause für euch und sagen bis gleich. So, das ging jetzt doch ein bisschen schneller als gedacht. Mittlerweile habe ich auch ein bisschen Essen am Start. Wir haben jetzt hier eine potenzielle Trainerstelle für Schalke gekriegt, Zweitligameister. Es ist sogar tatsächlich noch in derselben Saison. Natürlich werde ich mich dafür direkt bewerben. Der Kader sieht natürlich auch noch richtig gut aus. Es sind, glaube ich, immer noch genau dieselben Spieler da. Wir bewerben uns jetzt einfach mal. Und dann gucken wir auch mal, wo wir hier eigentlich so stehen. In der Tabelle. Wir sind Zehnter. Wir sind Zehnter. Und die Schalker sind Zweiter. Boah, ich glaube nicht, dass sie uns annehmen werden. Man kann einfach nur hoffen, ne? Ja, hier Partie, ne? Dings das, Trala.
Kannst du schnell simulieren. Wird sogar ein Sieg. Ich meine, falls es euch interessiert, können wir ja eben noch mal machen. Kurz ein bisschen euch die Mannschaft von Erzgebirge Aue zeigen. Ist ja immer ganz interessant, gerade wenn man so ein bisschen rumsimuliert, ne? Da ganz vorne Cotrone und hier die anderen, die ihr jetzt alle so seht, das sind alles so Talente bis so 25er, auch ein paar Leute mit 30 Jahren dabei. Aber ich glaube, Entwicklungspotenzial war da einfach nicht wirklich, weil wir hatten gerade mal 4 Millionen und einen Kader mit, ich glaube, 23 Spielern. Also fast das absolute Minimum. Was wollen wir da machen? Ja. Deswegen locker flockig einmal ein bisschen weiter und dann gucken wir mal, ob es klappt mit Schalke wieder. Habe ich mir schon gedacht. Aber in Ordnung. Bleibt noch ein bisschen Arbeit. Und dann machen wir einfach weiter, was? Bis gleich. Leute, es ist geschafft. Da seht ihr es. Hatte mich wieder beworben. Besten Dank. Bla bla. Sie wollen uns die Trainerstelle anbieten. Die nehmen wir aber auch mal sowas von. Oh, Entschuldigung. Sowas von an. Bestätigen das Ganze. Und sind am 20. Dezember 2025 richtig schön als Weihnachtsgeschenk wieder Trainer auf Schalke. Die stehen auch, glaube ich, in der zweiten Bundesliga auf Tabellenplatz 1, 2 oder 3. Haha, Wortwitz. Das werden wir gleich sehen. Meine Damen und Da Herren, sind wir hier wieder. ist der neue Trainer. Ja, müssen wir jetzt nicht unbedingt gucken. Die Cutscenes, die kennen wir mittlerweile zur Genüge. Vorstand ist happy. Tabellentechnisch sind wir Zweiter. Mainz ist tatsächlich Erster. Aber es sieht sehr, sehr gut aus für uns hier. Nach der Hälfte der Hinrunde kann man schon so sagen. Ja, das sieht doch vollkommen in Ordnung aus. Jetzt bin ich auf unsere Mannschaft hier einmal gespannt. Aber ich traue mich gar nicht zu gucken, ne? Okay. Ziegler 82 mittlerweile. Krass. Keller ist ja 79 geworden. Okugawa bei 70 geblieben. Paulinho auf einer 81. Stark. Nelson 77. Salazar und Hussein sind, glaube ich, geblieben auf deren Stärken. Ostigard, Da Silva. Junges Talent. Und Tanganga, den wir auch geholt hatten, auf einer 83 mittlerweile. Lars Unnerstall natürlich noch da. Wunderbar, mit seiner 35 Jahre ist er mittlerweile alt. Oh, der Sima sieht ja auch richtig gut aus. 81, der muss eigentlich erstmal ab in Sturm. Zwei Leute mit einer 80 da vorne. Was sagt er dazu, hä? Keller noch als Ersatz. Holtmann, ja. Sonny Kittel, Lietzson, ich glaube, es sind alle geblieben. Kann das? Luca Kilian, 79 ist irgendwie, ja, weiß nicht. Rovira ist auch mit am Start. Flick, Kolo Lund, Henrique. Ich glaube, es sind noch alle da. Guck mal, selbst ein Sidi Sané ist am Start. Krüger, Matsuda. Hatten wir den geholt? Ich weiß es nicht mehr. 70er Torwart. Parsons kenne ich nicht. War der von uns? Çalhanoğlu haben wir. Selnes. Boah, ich glaube, den Namen wüsste ich, wenn ich den geholt hätte. Ist auch 31, haben wir bestimmt nicht geholt. Kann ich mir nicht vorstellen. Haberer ist noch da. Hofmann. Auch ein Talent. Top. Ja, gut. Dann ist das ja gar nicht mal so schlimm und schlecht gelaufen, wie wir uns das so erhofft hatten.
Das sieht auch vor allem ganz gut aus. Klar, wir speichern das Ganze natürlich erst einmal. Dann gucken wir uns noch mal genauer den Kader an, weil wir haben ja auch noch ausgeliehene Spieler hatten wir eigentlich. Okay. Unser Super-Torwart-Talent ist natürlich weg. Wie soll es auch anders sein? Kann man nichts machen. Es ist halt, wie es ist. Aber dafür haben wir ja auch Matsuda noch da. Aufregender Mann für die Zukunft. Würde ich direkt mal auf die Leihliste packen, damit er Spielpraxis irgendwo anders kriegt. Henrique Çalhanoğlu, ja. Okay. Ansonsten ist irgendwer ausgeliehen. Ne, das sieht mir. Oh, Sonny Kittel hat schon keinen Bock mehr mit 32. Interessant. Pass uns, ey. Keine Ahnung, aber der Junge ist 21, Nelson ist 26. Ich glaube, ich weiß, wer da in Zukunft spielt, oder? Ja, Ziegler, ganz klar, ne? Keller voll in Ordnung. Top. Wir müssten mal auf die Verträge ein bisschen gucken, ob irgendwas ausläuft. Nö, alles in Ordnung. Nichts läuft aus. Überraschend. Ich hatte überlegt, ob wir mal versuchen, Sidi Sané umzutrainieren auf die 10. Das wollte ich eigentlich im vorletzten Video schon mal ausprobiert haben oder zumindest mal geguckt haben, wie lange es dauert und ob das was bringt. Wochen, okay, das wird nichts. Rechter Flügel, Stürmer wird nur 24 Wochen dauern. Wir haben aber genug Stürmer. Muss man dazu sagen. Wir haben hier ziemlich viele Talente. Ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen nach der besten Mannschaft aufzustellen. Dafür gehen wir wieder in das Teammanagement. Ich bin hier auch von den drei Innenverteidigern sehr angetan, also das reicht vollkommen aus. Wir haben mit Luka Kilian einen Ersatz und dahinter noch mit Kolo und Flick was. Okay, passt schon irgendwie. Torhüter müssen wir uns erstmal keine Gedanken machen, auch wenn er schon 32 ist und Unnerstall 35. Sturm sowieso nicht. Links könnte man mal gucken, ob man da was machen kann. Er hört ja auf. Da könnte man auch überlegen, ob man vielleicht auch Okugawa jetzt wieder verkauft, um dann ein anderes System zu spielen. Ich könnte mir auch vorstellen, Reiss Nelson zu verkaufen. Aber das soll alles hier nicht mehr so mein Belang sein. Dafür brauche ich euch da draußen. Ihr müsst mir da helfen. Ishikawa, war der auch von uns? Boy, ich muss mal gucken. Ich habe manchmal echt so Gedächtnislücken, ne? Ja, er ist sowieso, ne? Wissen wir alle. 31, das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Alles klar. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass wir es hier geschafft haben, wieder beim FC Schalke zu landen. Gibt es irgendwen, den wir da so haben? Presley irgendwie. Anscheinend haben die Stürmer gesucht. Okay. Alles klar. Gibt es in der Jugendakademie irgendeinen? Ach, das müssen wir hier gucken. Tatsächlich, da gibt es welche. Aber alles nur so Graupen. Okay. Ja, das müssen wir uns jetzt auch nicht mit unbedingt zwangsläufig beschäftigen. Nein, ich möchte noch nicht hier. Wir wollen dorthin. Dezember waren wir. Na, eigentlich würde es schon Sinn machen. Wann ist denn das nächste Spiel? Ja, okay, wir haben jetzt ziemlich weit. Ja, erst gegen Ende. Es wird schon Sinn machen, wenn wir jetzt tatsächlich dieses Video beenden,
und ihr mir Transfervorschläge reinballert in die Kommentare, was wir hier machen sollen, ob wir was machen sollen. Ich persönlich sehe jetzt erstmal keinen Bedarf. Ich könnte mir vorstellen, Okugawa zu verkaufen und dann vielleicht dafür einen weiteren ZM zu holen. Könnte ich mir vorstellen, muss aber nicht sein. Ich könnte mir auch vorstellen, Nelson zu verkaufen, um da dem jungen, wie heißt er, Parsons oder so? Parsons die Chance zu geben. Sieht richtig gut aus. Ich könnte mir auch vorstellen, wieder auf Viererkette umzustellen. Dann haben wir gleich zwei Top-Innenverteidiger. Quasi zwei auf dem Feld und mit Da Silva und Kilian auf der Bank richtige Granaten. Und könnten hier Flick und Kölhof verkaufen. Da gibt es richtig viele Möglichkeiten. Wir könnten auch mit Çağnurlu weiterspielen, bräuchten dann aber einen Rechtsverteidiger. Wir haben nämlich gar keinen im Kader. Außer man würde ihn wieder umtrainieren, aber das sehe ich irgendwie nicht so. Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Wir müssen aber auch mal auf das Finanzielle gucken, das Budget. Wie es da so aussieht. Und zwar haben wir 30 Millionen, die sollten wir tatsächlich versuchen auszugeben. Ich weiß, es ist immer schwer mit Realismus, aber wir sind ja auch schon ein paar Jährchen in die Zukunft gestartet. Warten wir mal ganz kurz. Wir nehmen das einmal ganz kurz weg zum Ende des Videos hin. Nehmen das, weil ich das ganz schön als Bild finde. Und flippen das Ganze wieder zurück. So. Perfekt. Ich bedanke mich fürs Zusehen, liebe Leute. Schreibt fleißig in die Kommentare, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Heute gibt es kein selbstgezocktes Spiel. Dafür habt ihr die Entscheidungsgewalt. Wir sind zurück auf Schalke. Bis zum nächsten Video.